Wundern tut das jetzt hier sicherlich die wenigsten. Schade ist es aber natürlich trotzdem, denn so ein bisschen Hoffnung war ja womöglich doch noch irgendwo da. Damit ist das Ganze aber immerhin eine Erwähnung wert. Das war es jetzt nämlich endgültig mit Germania. Gestern wurde bekannt gegeben, dass die ehemals viertgrößte deutsche Fluggesellschaft auch in veränderter Form nicht mehr an den Start gehen wird. Was das jetzt bedeutet und was man überhaupt noch die letzten 2 Monate probiert hat, um die Fluggesellschaft wieder in die Luft zu kriegen, warum das jetzt nicht geklappt hat, das erfahrt ihr jetzt kurz und knapp hier und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute das Ganze wieder aus dem Hotel in Frankfurt. Ich hoffe, ihr könnt diesen etwas provisorischen Aufbau hier entschuldigen. Wir machen das Beste draus. Und heute geht es um Germania. Ja, schade, dass nichts draus geworden ist. Zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft, viertgrößte deutsche Fluggesellschaft läuft in der deutschen Luftfahrt. Da hat man in den letzten 2,5 Jahren richtig was an ordentlichen Namen ausradieren müssen. Und genauso wie es zu Beginn der Air Berlin-Pleite auch noch Hoffnung auf ein drittes Unternehmen oder vielleicht sogar auf einen Privatinvestor gab, der ganz viel Geld in die Hand nehmen wollte, um dann die Fluggesellschaft aufzuräumen und sie in gesund geschrumpfter, profitabler Form wieder auf den Markt zu schmeißen, genauso gab es diese Hoffnung jetzt natürlich auch hier im Falle der Germania. Und so toll und abenteuerlich das auch immer alles klingen mag, mit der Hoffnung auf eine gesund geschrumpfte, kleine, profitable Fluggesellschaft, das klingt natürlich alles immer sehr viel einfacher, als es dann am Ende des Tages wirklich ist. Mit anderen Worten, der Plan ist auch hier bei Germania auf ganzer Linie gescheitert. Mit der Beschreibung eines kurzfristigen Liquiditätsbedarfs machte man bei Germania direkt mal Anfang Januar 2019 auf sich aufmerksam und machte damit auch völlig klar, dass man mit dieser Fluggesellschaft jetzt mit dem Rücken zur Wand steht, dass man dringend neue Ideen bzw. neues Geld benötigt, am besten auch schon hier einen neuen Käufer sucht, der die Fluggesellschaft wieder mit Potenzial füllen kann und sie mit der richtigen Menge an Geld wieder auf den richtigen Weg bringen kann. Aber auch da kam schon niemand. Die Situation spitzte sich dann in den darauffolgenden Wochen immer weiter zu und es kam das, was dann ja kommen musste. Die Germania musste am 4. Februar 2019 Insolvenz anmelden und der Flugbetrieb der Fluggesellschaft wurde in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar für Passagiere und auch Crews sehr überraschend eingestellt. Und seit genau dem Tag stehen die fast 30 Flugzeuge, die bis zu dem Zeitpunkt noch für Germania selbst unterwegs waren, die stehen verteilt an allen möglichen deutschen Flughäfen rum. Die sehen so aus, als hätte man sie da einfach geparkt, um auf bessere Zeiten zu warten. Und tatsächlich war auch genau das der Plan. Wenn man die Fluggesellschaft schon nicht in einem sanierungsbedürftigen, aber noch funktionierenden Zustand an einen neuen Besitzer übergeben kann, dann vielleicht jetzt in einem insolventen Zustand, denn das eröffnet ja für einen potenziellen neuen Besitzer auch direkt mal einen neuen Handlungsrahmen, einen sehr viel breiteren Handlungsrahmen. Und wir können selbstverständlich davon ausgehen, dass man in den letzten 6 bis 12 Wochen auch genau über dieses Thema mit den potenziellen Interessenten gesprochen hat, über Ideen gesprochen hat, sich über Vorschläge ausgetauscht hat, wie man diese jetzt in einem betriebsbereiten Zustand wartende Fluggesellschaft wieder in die Luft bringen könnte. Nach Einstellung des kompletten Flugbetriebes der Germania war da aber sicherlich schon recht schnell klar, dass wenn man die Fluggesellschaft überhaupt noch einmal in die Luft bringen könnte, dass man das dann nicht mehr unter dem Marken Namen Germania tun wird. Denn die Fluggesellschaft hat jetzt, ganz einfach gesagt, quasi schon den Stempel bekommen, dass sie zu denen gehört, die kein Geld mehr haben. Und die Kunden haben meist schlechte Erfahrungen gemacht mit Air Berlin oder auch danach mit den Pleiten anderer kleinerer Fluggesellschaften. Stichwort, da gibt es einfach kein Geld zurück. Und da überlegt man sich das wirklich zweimal, ob man jetzt bei einer Germania seinen hart erarbeiteten Urlaubsflug buchen möchte, beziehungsweise diesen jetzt bei Reaktivierung der Fluggesellschaft bei einer Germania buchen würde. Da entscheidet man sich wohl ganz automatisch für eine Alternative. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber die Rechte, die man als Passagier hat, bei der Zahlungsunfähigkeit und der damit verbundenen Betriebsunfähigkeit der jeweiligen Fluggesellschaft, die sind wirklich überschaubar. Und da überlegt man sich das doch wirklich zweimal. Also, da ist doch klar, dass ich dann eine andere Fluggesellschaft wähle oder nicht. Und dieser Ruf ist für eine Ferienfluggesellschaft wohl sowieso absolut tödlich. Also, eine Germania hätte man jetzt sowieso nicht mehr an den Start bringen können. Zumindest nicht als was Langfristiges. Aber zu dieser Situation ist es dann ja auch gar nicht mehr gekommen. Die Germania wird nicht mehr als Germania an den Start gehen und auch niemand wird die Germania in abgewandelter Form wieder in die Luft bringen. Das liegt, das glaube ich zumindest, nicht daran, dass die Mitarbeiter und die Flugzeuge nicht zu gebrauchen sind. Das ist absoluter Quatsch. Das sind natürlich Top-Leute und mit Airbus-Flugzeugen zumindest hätte man auf jeden Fall etwas anfangen können. Da wäre man dann auf die entsprechenden Leasinggeber zugegangen, denn die Maschinen gehören ja nicht der Germania, sondern gehören verschiedenen Leasingunternehmen und dann hätte man das schon irgendwie regeln können. Aber was dann? Dann steht man ja erstmal vor ziemlich großen Herausforderungen. Wie soll man denn bitte jetzt, als am besten noch kleiner einzelner Luftfahrtunternehmer, wie soll man da jetzt mit einer neuen, kleinen, alleine stehenden Fluggesellschaft, hervorgegangen aus der Germania, wie soll man damit in der aktuellen Situation in der deutschen und europäischen Luftfahrt
wie soll man damit profitabel an den Start gehen können? Und das noch viel größere Problem, wie möchte man all das jetzt in unter 2 Monaten auf die Beine stellen? Das kann gar nicht funktionieren. Da sitzt einem dann die Behörde im Nacken. Die kann einer zahlungsunfähigen Fluggesellschaft, die dauerhaft alle Flugzeuge am Boden stehen hat, natürlich nicht auf ewig alle Rechte gewähren und alle Türen offen halten. Dazu drehen natürlich auch die Mitarbeiter nicht den ganzen Tag Däumchen, sondern kümmern sich auch um etwas Neues und schauen sich nach neuen Möglichkeiten und Optionen für sie um. Und dann gibt es ja noch die Leasinggeber, die jetzt selbstverständlich auch irgendwann ihre Flugzeuge zurückhaben möchten. Denn die möchten sie für den bevorstehenden Sommer an neue Kunden vermieten, beziehungsweise eventuell sogar an die Kunden geben, die jetzt von dem 737 MAX Grounding betroffen sind. Also es werden Flugzeuge gebraucht in Europa. Und wenn man dann Flugzeuge hat, die man jetzt bei der Germania stehen hat, ist doch klar, dass man die lieber zu wirklich zahlungskräftigen Kunden stellen möchte. Die Chancen standen also ohne Zweifel von Anfang an wirklich schlecht. Und mittlerweile, also seit gestern, ist dann jetzt klar, dass die Fluggesellschaft auf gar keinen Fall mehr als solches in dieser Form in die Luft gehen wird. Das Ganze wird jetzt aufgelöst, das Insolvenzverfahren kommt jetzt richtig in die Gänge. Die Flugzeuge gehen zurück an die Leasinggeber, werden dann weiter verteilt. Und die Mitarbeiter, das müssten zum aktuellen Zeitpunkt, also die, die geblieben sind, das müssten noch etwas mehr als 1000 Mitarbeiter sein. Die werden jetzt in den nächsten Tagen gekündigt und müssen dann den etwas unangenehmen, aber natürlich für sie auch irgendwie zu erwartenden Weg über Neubewerbung gehen, möglicherweise schlechtere Konditionen akzeptieren oder sich komplett aus der Fliegerei zurückziehen. Das kann für den einen oder anderen ja vielleicht auch dann die beste Möglichkeit sein, wer weiß. Und nicht zu vergessen, gegen den Germania-Chef wurde mittlerweile ein Ermittlungsverfahren aufgrund möglicher Insolvenzverschleppung und Betrug eröffnet. Also ein trauriges Ende einer etwas traurigen Geschichte, aber so kann es gehen. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf eure Gedanken zu dem Thema. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es waren ein paar kurze, knappe, interessante Informationen für euch mit dabei. Ein großes Dankeschön geht heute noch raus an Lucio und an Urs. Die beiden unterstützen mich nämlich jetzt seit kurzer Zeit tatkräftig und sehr großzügig auf meiner Patreon-Seite. Vielen lieben Dank an euch für eure Unterstützung. Das hilft mir und dem Kanal sehr. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.